Jawohl, powered by Unity, erwartet uns heute wieder ein weiteres Mouse to look, left click to move. Aha, ein weiteres Indie-Horrorspiel. If you could imagine, there was this hill completely full of people, like, keine Ahnung. Ein weiteres Indie-Horrorspiel mit Mia Lunetsky. Ach du Scheiße, man kann echt gar nichts erkennen. In dem Ganzen verändert sich das krassiger Hügel. Und wir versuchen irgendwas zu schaffen, keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich sehe viel zu wenig. Ich bleib lieber im hellen Bereich. Hier ist schön. Was ist denn das? Wow! Oh Gott! Renn! Renn um dein Leben! Alter Schwede! Was auch? Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Vor allem, ich kann nicht laufen. Ich muss mit der linken Maustaste laufen und... Ach du Scheiße. Einfach nur wegrennen. Renn weg! Renn weg, Leute! Klar! Ich muss irgendwas erreichen. Ich weiß es nicht. Oh Gott! Wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? Was ist denn das für ein Spiel? Was habe ich denn momentan für Spiele hier in meiner komischen Liste? Egal, dann arbeite ich halt irgendeine komische Liste ab mit irgendwelchen Spielen, die ich nicht verstehe und dann geht's einfach weiter. Komm, wir laufen es einfach. Ich hab da Bock drauf, Leute. Ich hab da richtig Bock drauf. Vor Puppen zu fliehen. Ein Hügel voller komischer Stinkepuppen, die alle nach Ei aus dem Hals riechen und Chlamydien haben, die bis zum Mond hängen. Ach du Scheiße. Genau. Geht euch mal selbst in den Anus knattern. Ach, guck mal da. Da ist doch was. Da ist doch was. Folgen wir den Grabsteinen. Folgen wir den Grabsteinen. Das ist der Grabesweg. Ich habe doch gesagt, das hier ist schön. Genau. Einfach immer dem Helm folgen. Oder so. Irgendwie hier lang. Kein Plan. Ach, guck mal, da ist der nächste. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich mache, aber es sieht gut aus. Oh, hier ist jemand gestorben. Okay. Molly May, wer auch immer Molly May ist. Molly New, ach nee. Bäh. Okay. Molly Knef. Knef mal, du alte Sau. Was hätte? Molly Nu. Molly Nu, Molly Ne. Marinade. Malzheimen Ratazengen. Ja, sorry Leute, ich bin total übermüdet. Ich habe sehr schlecht geschlafen. Und ich werde einfach mal diesen Grabesteinen folgen. Und ich denke mal, ich bin auf dem richtigen Weg. Und hoffe, dass wir das Ende erreichen. Lebendig und nicht mit diesen komischen Viechern. Die machen eklige Zwiebelgeräusche, ey. Ihr habt doch Chlamydien im gegessen, ey. Winterkirschen gepflückt. Richtig lecker, appetitlich. Om nom 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 nom. Lecker Kirschen. Ich mag die dunkligen, saftigen. Dunkligen vor allem, die dunklen, saftigen. Schattenmorellen. Hm. Obwohl Winterkirschen ja nichts mit Kirschen zu tun haben. Könnt ihr mal nachgoogeln. Ich würde es euch nicht empfehlen, aber ihr könnt gerne nachgoogeln. Bin ich eigentlich richtig? Das sind sie. Ach du Scheiße, eine ganze Wand voll. Hey, genau, ich weiche euch einfach aus. Ich weiche euch einfach aus. Ich erkenne den Sinn des Spiels noch nicht so hundertprozentig, aber ich denke mal, wir sind auf einem guten Wege, dem auf die Schliche zu kommen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo einen Schalter. Malinu, Maliné. Muss ich mir einfach gleich alle möglichen Namen angucken. Jetzt habe ich hier hoffenweise Malinus und Malinoix und Knatterfalzen. Maxi. Oh, guck mal hier, der nächste. Die heißen alle gleich. Molly Knef und Malinu. Aber das sieht gut aus. Die werden größer. Und die Gegend verändert sich. Keine Ahnung, was mich hier erwartet. Oh, guck mal, die werden immer größer. Oder ist das nur ein Bug? Das war gerade eben, das sah aus, als wäre es ganz groß. Von außen und dann wird es kleiner, ja. Ich finde, dieser Krissel-Effekt ist richtig aidsig. Wer lässt sich denn sowas einfallen? Ich muss auch sagen, ich empfinde das jetzt nicht als sonderlich spannend oder gruselig. Ich renne jetzt einfach nur irgendwelchen Särgen hinterher. Särgen vor allem, Grabsteinen. Und rechne damit, dass ein Jumpscare kommt irgendwie. Vielleicht ist das Spiel aber auch gleich zu Ende. Mensch, Malinu, wie oft bist du denn noch gestorben? Nee, Moliné. Louis Define. Mal Knülften. Molly Knef, ja. Die Grabsteine werden immer größer. Ich habe das Gefühl, ich renne hier irgendwie gegen eine Kackwurst. Ach man, worauf habe ich mich eingelassen gerade, Leute? So viele seltsame Spiele, die keinen Sinn ergeben. Ich gehe da lang. Oder? Ich gehe da lang. Gehe ich immer im Kreis? Ich weiß es nicht. Gehe ich falsch? Was ist der Sinn dieses Spiels?
Da. Ich hab das Gefühl, das Kriseln wird stärker. Keine Ahnung. Ich geh direkt rüber. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und wenn ich jetzt nicht bald irgendein Ende erreiche, dann bin ich ehrlich gesagt der Meinung, dass ich dieses Spiel beenden möchte. Malinu, ja. Kann ich mal noch irgendwas anderes machen? E, F. Ich kann nur laufen und gucken. Malinu. Maline. Malinuf. Malitramsel. Krawulmen Ratterzengen. Ich finde das Spiel richtig blöd, wisst ihr das? Ich nehme da noch irgendwas anderes drauf. Das kann ja nicht sein. Das hier ist ja alles Kacke, ist das doch. Ist ja richtig behindert. Was macht mich wütend, wenn mir irgendwelche komischen Spiele vorgeschlagen werden, die irgendwie total doof sind? Ich finde es jetzt auch nicht als sonderlich gruselig, weil ich sehe ja die Viecher nicht mehr. Die sind ja weg. Ich renne jetzt nur irgendwelchen Särgen und Gräbern hinterher. Särge nicht, Gräber, Mann. Grabsteine. Grabwulftens. Durch. Ich glaube aber auch, dass ich irgendwas falsch mache. Ich laufe jetzt mal den Gräbern nicht hinterher, sondern ich werde jetzt noch ein, zwei Gräber folgen und dann... Ist da was? Ich laufe jetzt einfach geradeaus. Einfach nur noch geradeaus. So, halt die Maus gedrückt und geradeaus geht's. Durch die Dunkelheit. Mal gucken, was passiert. Ich denke mal, dass ich jetzt die ganze Zeit diese... Genau, seht ihr? Ich, egal in welche Richtung ich laufe, ich sehe diese komischen Dinger. Ich habe das Gefühl, dass ich auch so eine Richtung ausgesucht habe, die dafür fast vorhergesehen ist. So, ich laufe jetzt da lang. Habt ihr jetzt davon? Querfällt ein durch die Dunkelheit. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich hier... Muss ich vielleicht länger hier verharren? Molly. Was machst du auch? Hä? Ich kapier das Spiel nicht. Gibt das irgendeinen Sinn? Warum bewege ich mich eigentlich, wenn ich nach unten gucke? Das ist ja bescheuert. Das Spiel hat überhaupt keinen Sinn. Jetzt falle ich runter. Okay. Nee, ich laufe gegen eine Wand. Was ist los? Raffelkopter? Hä? Was passiert denn jetzt? Ich drehe mich mal und flüge nach oben und nach unten und... Ich habe das Spiel gecrashed, glaube ich. So, Leute. Das war ein super spannendes, super spaßiges Spiel. Für alle, für groß und klein. Und es hat mir eine riesen Freude gemacht, wieder mal ein Spiel zu crashen. Aber ganz ehrlich... Nee. Also, wow. Das war ja echt total Panne. Richtig Panne. Gut, wir sehen uns dann. Auf dann auf bald auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blabel, habel, habel, ha. Nee, ich mach richtig. Blabel, habel, habel. So, Scheißspiel.